Wir befinden uns hier in Armenien, in der zweitgrößten Stadt des Landes, in Gümri, in der Nähe zur türkischen Grenze. Dieses kleine Land im Kaukasus ist ein wunderbares und faszinierendes Land, das aber auch vor großen Herausforderungen steht. Vor allem die Armut im Land ist nach wie vor sehr, sehr groß. Wir sind hier in Emils kleiner Sonne, einem Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, in dem moderne und professionelle Therapieleistungen angeboten werden. Gehen wir hinein und schauen uns an, was im Zentrum alles so gemacht wird. Das Zentrum verfügt über modernst ausgestattete Therapieräume. Hier sehen wir einen Raum für Individualtherapie. Hier wird psychologische Betreuung für die Kleinkinder angeboten. Wir sehen hier den Spielplatz von Emils kleiner Sonne, der so gestaltet ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die im Zentrum sind, hier spielen können. Es gibt therapeutische Geräte wie dieses Sprungtrampolin und der ganze Platz ist so gestaltet, dass auch die Kinder und Jugendlichen der Nachbarschaft hierher kommen, hier spielen und hier auch sich gemeinsam mit den Kindern hier austauschen, gemeinsam schöne Stunden verbringen können. Emils kleine Sonne wurde errichtet mit der Unterstützung von vielen Freiwilligen, vielen Großspendern und vielen Firmen und Unternehmen aus Österreich. Und nur durch deren Unterstützung konnte dieses wunderbare Gebäude errichtet werden. Emils kleine Sonne verfügt auch über eine Großküche, in der täglich Mahlzeiten zubereitet werden für die Kinder und Jugendlichen und für die Mitarbeiter in diesem Zentrum. Diese tägliche Essensausspeisung ist eine ganz wichtige Komponente für die Kinder und Jugendlichen in diesem Zentrum. In Emils kleiner Sonne wird ein breit gefächertes Therapieangebot angeboten für die Kinder. Wir haben Sprachtherapie, wir haben Musiktherapie, wir haben Physiotherapie, wir haben Kunsttherapie, wir haben Musiktherapie. Diese Therapieleistungen sind enorm wichtig, damit die Kinder ihre Fähigkeiten und Potenziale entwickeln können und somit auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Damit diese tolle Arbeit weitergehen kann, brauchen wir Ihre Unterstützung.